Punkt ist schon hier in unserem traditionellen Pfingstjugendzeltlager. Und zwar findet das seit ein paar Jahren schon statt, hier in Haltern am See. Und es sind insgesamt, ich meine, so 55 Teilnehmer, glaube ich, im Moment, die sich auch hier befinden. Warum ist das wichtig? Also ich denke mal, dass wir insbesondere bei Kolping in Hennen traditionell seit vielen, vielen Jahren die Jugendarbeit hochleben lassen. Wir haben mittlerweile in den letzten 15, 20 Jahren hat sich unsere Mitgliederzahl verdoppelt. Wir haben jetzt 350 Mitglieder und mehr als die Hälfte sind unter 30 Jahre. Ich finde, und das sehen wir alle so auch in unserem Vorstand oder in dem Jugendvorstand, dass Jugendarbeit, insbesondere auch kirchliche Jugendarbeit, ein ganz, ganz wichtiger Part ist auf dem Weg der Jugend in ihrem Leben. Ja. Und es hat sich immer als sehr gut herausgestellt, dass gerade solche gemeinsamen Aktionen wie ein Zeltlager oder irgendein großes Fest oder auch der große Karneval, den wir machen, dass das die Jugendlichen auch prägt. Eigentlich alles. Es lohnt sich, hier hinzukommen, weil man Freunde kennenlernen kann und auch sich was von den Größeren abgucken kann und halt ganz, ganz, ganz viel lernen kann, auch über die katholische Religion. Also ich finde das in Hennen ganz besonders, dass wirklich die Leute von Geburt an dabei sind und man kennt sich halt, ist ja ein kleines Dorf. Ja. So. Und man freut sich halt immer auf gewisse Leute, auch wenn die jetzt zum Beispiel zum Studieren weggezogen sind oder in einer anderen Stadt leben, das ist einfach wieder so ein Zeitraum jetzt über Pfingsten, wo man alle einfach mal wieder sieht, sich austauscht und bei uns ist es aber auch das Highlight für jeden, der bei uns in der Kirchfamilie ist. Wir sind aufgeteilt in verschiedene Altersstrukturen, die sich in Gruppen oder in regelmäßigen Gruppenstunden dann treffen, mit Gleichaltrigen, verschiedenes Programm machen, und da ist das Zeltlager so das Highlight des Jahres. Ja. Alle Infos dazu findet ihr auch bei uns auf der Facebook-Seite und auf der Homepage unserer Kirchfamilie bzw. der Kirchjugend.